Jetzt machen wir nochmal eine Stunde hier und dann spielen wir noch ein bisschen Elden Ring und dann ist der Tag schon wieder vorbei. Schon wieder Ende des Tages. Französischer Machtblock hat sich aufgelöst. So, schiebt die mal rüber und da müssen wir wieder alle upgraden. Versuchen, den Intellektuellen zu stärken. Ja, tut mir leid mit den Pachtbauern. Ja, aber da haben wir auch wieder eine Radikalisierung drin. Berufsarmee fände ich noch gut. Versuch zur Berufspolizei rüber zu wechseln. Oh, auch 40% Blockade, ey. Es macht mich einfach fertig. Ziemlich das Problem, weil die 12%. Nicht 12%. Ah doch, weil die Interessengruppe der Landbewohner einfach 12%, oh nee, bestimmt gar nicht, 5,7%, sondern sie sind nämlich mehr eine Randgruppe und deshalb können die halt auch eine Revolution starten. Schränke. Russland erhält bitte einen Bonus auf Technologie und nicht auf den Durchsatz. Bin da eh nicht so der Fan von. Die macht doch grad, ja, die atmosphärische Dampfmaschine. Oh, die haben angenommen.
Gut. Gehört das Stück jetzt auch zu unserem Land? Wobei, stopp. Ich mach das auch hier per Finanzierung. Ach, können wir noch gar nicht. Und warum mögt ihr mich so wenig? Immerhin habe ich euch befreit. Ah, nee, stimmt gar nicht. Doch, ich habe euch befreit von Persien. Lass mich raten, da ist wieder irgendeine Mine im Ausland. Österbötten. Achso, beim Klientelland in Finnland. Gute Nacht, Flo. Schlaf gut. So, legt mein Embargo auf die, dann ist die antibritische Gesellschaft ein bisschen mehr happy. Und ich hole ja eh nichts aus Britannien. Mache ich die Gaslaternen rein. Jetzt beliefern wir die ganze Welt erstmal mit Holz. Und beim Holz. Zip.
Naja, an sich Exportzölle erhöhen lohnt sich nicht. Wir können lieber Exporte ermutigen. Dann sind die Exportrouten produktiver, wir kriegen halt nichts dadurch, weil wir keine Zölle erheben dafür. Finde ich eh Schwachsinn. Lieber Freihandel und gut ist. So, du bist fertig. Was geht voran? Und die antibritische Gesellschaft will irgendwas von mir. Lobbygegner, jetzt ein Handelsvertrag mit Qing. Aber Preußen ist doch in der eigenen, ist doch im Zollverein. Wie ich mich recht entsinne. Das ist übrigens interessant wegen den Politlobbys, wenn wir das Multiplayer-Event haben, ob... Also an sich schränken Politlobbys ja ein. Weil sie bestimmen ja, gegen wen du eigentlich ziehen sollst. Oh, Ägypten zerlegt gerade das Osmanische Reich. Hallöchen, Valinator, grüß dich. Bringt ja alles nichts. Die wollen ja auch, dass ich die Vormundschaft beschließe. Das wird 7 Monate, wird ein bisschen knapp.
Ja, das will ich gerade nicht hochziehen. So, das nächste war 20% mehr Infrastruktur, wenn wir den verbessern würden. Bei Vasalisierung, Einkommensübertragung der Klientelländer, das wird mir gerade nicht viel bringen. Ja, können wir noch machen, dass wir mehr Einfluss bekommen. Durch die Staaten, die in unserem Machtblock drin sind. So, ich verbann den. Ja, mach mal. Damit unser Machtblockhebel weiter steigt. Moment, Österreich, Interaktion. Ach, unsere Beziehungen sind gut. Wie das? Schäme mal bitte die Beziehung zwischen uns. Ich möchte mit Österreich keine guten Beziehungen haben. Auch wenn wir gerade bestimmt was vom Markt bei dem runterziehen.
So, antibritische Gesellschaft plus 1. Achso. Kolonisierung abgeschlossen. Aber erstmal ein Stahlwerk. Wir forschen, glaube ich, gerade für die Lebensmittelfabriken das Produzieren von Konserven. Da ist es auch schon. Verfahren für die Stahlwerke. So, Kompanie gründen. Haben wir irgendwas, was denn vom Finanzieren gerade schon funktioniert? Nö. Weil produktiv für den Arsch. Selbst bei unseren Goldminen. Dass wir auf Fleischkonserven umstellen, können wir ja die Schlachthöfe auch umstellen. Dass wir mehr Fleisch produzieren. Weil es ja alles auch in Dosen jetzt umgewandelt wird. So die Theorie. Guten Abend, Sven. Grüß dich. So, dann haben wir schon das bessere Stahlverfahren. Investitionsrechte in beide Richtungen. Eigentlich wollte ich Warcraft-Movie sehen, doch jetzt bin ich wieder hier gelandet. Also Warcraft the Movie ist eigentlich ein ganz guter, muss ich dir dazu sagen. Tukmedien. Einheimischen Aufstand. Das wird die eine Armee schon schaffen.
Nee, lass das mal. Nicht noch mehr Kosten fürs Militär. So, nochmal 5. Das gibt nochmal plus 10 Bau. Jetzt können wir schon mal 2 Gebäude gleichzeitig produzieren. Lass es alle wissen. Es ist immer nur wegen, es wird Gold entdeckt, es wird Gold entdeckt, es wird Gold entdeckt. Ist halt jetzt nicht so interessant. So, schön. Goldkonsortium von Ural macht jetzt auch den Wohlstand von 200. Dann kriegen wir bei Lebensstandardsteigerung mehr Loyale. So, Besteuerungskapazität plus 25%, politische Stärke der Bürokraten erhöht. Aber ich da welche wegnehme, will ich gerade eigentlich nicht. So, hol Montenegro rein. Ah ne, Verpflichtung bringt gar nichts. Ich voll der Beschiss, der sagt, ich könnte die einladen, aber sie werden nicht annehmen. Haben die noch eine Verpflichtung von mir? Nö. Theoretisch haben wir jetzt ein Motorenwerk. Ne, das ist zu radikal für eine politische Änderung. Weißt du, wie wir es vielleicht... Wir machen eine Regierung aus den aus dem Landadel und den Streitkräften, die zwar nicht so legitimiert wegen... Also, nicht so legitimiert, als wenn ich... Mein Gott. Als wenn ich die drei da drin habe. Aber dadurch sollten wir jetzt weniger Block haben. Bei den Pachtbauern. Weil die orthodoxe Kirche ja nicht zur Regierung gehört.
Ich hoffe jedenfalls, dass es so ist. Jetzt ist die Blockade nämlich nur 37,3% anstatt wie vorhin über 50%. Weil ein Großteil der Regierung sowieso dagegen wäre. Ich hänge einfach jetzt auf minus 9. Ich habe jetzt den Hund auf meinen Besuch losgelassen. Hat man davon, wenn man nicht abends noch was zu essen macht. Da muss man den Mops halt mitnehmen. Es ist die Blockade doch wieder bei 60%, ey. Kriegst den Arsch nicht zu. Oh, ist trotzdem durchgegangen. Müsste dann nur die letzte Stufe noch schaffen. Sechs Jahre. Montenegro hat Einladung abgelehnt.
Guten Morgen, Kahnwar. Versuch die jetzt wirtschaftlich ein bisschen abhängig zu machen. Also was, wenn du in der Wirtschaft ausbaust vor denen, wenn ich das richtig verstanden habe, machst du dadurch auch eine Bewegung des Machthebels in eine Richtung. So, da könnte die Finanzierung beenden. Da wird auch nicht mehr bei rumkommen. Hier könnte auch für den Ruf zu schädigen. Aus unerklärlichen Gründen ist irgendwie die Beziehung mit der Walachei schlechter geworden mit der Zeit. Und zwar ordentlich. Von warum verliere ich denn jetzt am Machtblock bei Montenegro? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil die jetzt einmal abgelehnt haben. Offensivplaner. Wie steht's bei der orthodoxen Kirche? Auch nicht so gut. Juhu! Damit ist ein bisschen die politische Stärke des Landesadels. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was mein Fehler war. Ich habe am Anfang den Landesadel gestärkt, dadurch, dass ich mich dafür entschieden habe, die Gesetzestüter einzusetzen. Die halt stärker darauf ausgelegt sind, also die örtliche Polizeistelle. Ich hätte einfach am Anfang die Berufspolizei machen sollen. Ich habe den Landesadel damit halt unterstützt. Da ist die orthodoxe Kirche gegen. Hier ist komischerweise ja, auch der Adel dagegen.
Naja, da wollen nicht so viele eine Veränderung haben im Staat. Das ist schon in Ordnung. Oh, dafür lieber Bildungszugang. Den wir eh nicht haben, weil wir es ja alles über Erlasse machen. Sehr gut. Lobby glücklich, alles gut. Bietet eine Verpflichtung. Wo kämpfen wir denn gegen die? Tut mir leid, da kann ich auch nicht helfen. Warum wird meine Beziehung, obwohl ich die verbessere, zur Walachei immer schlechter? Schon wieder um 10 gefallen. Denk mal, am Machtblock wird das nicht liegen. Ha, sehr schön. So, und jetzt egal was machen würde, ich würde ihn ja niemals in meinen Machtblock reinkriegen. Dafür ist unser Machtblock zu unattraktiv. Ich kann nicht mehr das hier verändern. Also die Identitätskernsäule.
Ah, die haben Isol... Die sind isoliert. Deshalb kann ich mit denen kein Investitionsrechtevertrag aushandeln. Also die haben als Marktwirtschaft isoliert. Kein Handel möglich über die Grenze. Und keine Investition über die Grenze möglich. Also irgendwie ist das richtig doof gelöst mit dem Event, was da in der Ecke ist. Also kannst du am besten wirklich die 20 Jahre warten und dann den einfach platt machen. Alles andere macht halt keinen Sinn. Das ist am einfachsten und kostet halt keine Investition, außer dass zwischendurch da ein bisschen gekämpft wird. Und halt Verwüstung in der Umgebung abläuft. Menschenrechte würden 9 Jahre dauern von da aus. Die habe ich nicht. Österreich, ihr seid doch jetzt meine Nachbarn, die mich ärgern. Was macht Preußen zurzeit? Diplomatisch passiert da gerade gar nichts. So, beide Sizilien. Kirchenstadt wäre auch noch bei denen. Modena, danke LOTFW für dein Prime-Sub, vielen Dank. Parma wird die auch unterstützen. Natürlich lehnen die unsere Forderung ab. Aber ich weiß, wer bei uns mitmachen will. Vielleicht. So, Preußen. Aber ihr habt doch schon mal gegen die Krieg geführt wegen deutscher Führung.
befreien auch Transsilvanien. Aber das war's dann auch. Genau, nehmt noch Opium mit rein. Ach komm. Alle Armeen mobilisieren. Mehr Opium. Wie sieht die Grenze aus? 320.000 gegen 180.000. Haben wir noch ein bisschen Opium aus Übersee. Artillerie haben wir nicht. Können wir da die Produktion noch verbessern eben? Ne, die hat einfach die Standard. Dann machen wir die neue Produktion 21 Monate für Kanonengießerei. Noch Waffenfabriken für Produktion. Verbieten direkt Duelle komplett. Aber nur weil ich faul bin. Ich will nicht immer gucken, ob ich einen von beiden brauche. Euch gerade nicht helfen. Nach ein paar Kämpfen habt ihr schon, seid ihr runter auf 40.000 Mann. Alles klar. Das wird schnell erledigt sein hier. ...20.000... ...10.000...
Eigentlich wollte ich nur die Kriegsreparation haben. Das Demütigen interessiert mich nicht. Wird abgeschossen, wenn folgende Bedingungen erfüllt. Es hat einen Verteidigungspakt mit Russland. Fehlt das Land. Die Möglichkeit bekommt Großbritannien. Ginge man dem nach, würde ihr Vorschlag die Beziehung zu Feinden von Großbritannien stärken dazu beitragen, da den britischen Interessen entgegenzuwirken. Ist so geil, ey. Die Add-ons immer. Die DLCs. Klappt einfach nicht. Die Lobbygeschichten. Die deutsche Lokalisierung ist nicht so gut, bin auf Englisch umgestiegen. Ja, aber da fehlt ja... Da fehlt ja die Bezeichnung für das Target. Also da fehlt ja komplett, ansonsten wäre ja irgendwie Konst, schieß mich tot, Infotext drin. Also der Placeholder. Und der scheint ja komplett zu fehlen. Und es gibt halt hier keinen positiven oder negativen Effekt, der hier steht. Das ist auch geil. Ja, das Problem ist, dann ist das DLC, beziehungsweise, ja, wenn das DLC mehrfach gepatcht ist, ist es irgendwann gut. Und dann kriegst du die Problematik, dann kommt das nächste DLC schon raus und dann hast du das gleiche Spiel von vorne. Warum brauchen wir eigentlich gerade Munition in Kasernen? Wir haben gar keine Einheiten, die Munition benötigen. Also theoretisch ist das auch nicht so ganz richtig. Aber wir haben wieder irgendeine Einheit übernommen. Steuer mal die Dienstleistungen.
Ach so. Nee. Ja, wir hatten noch vorher. Ah, nee, wir hatten vorher Linieninfanterie. Jetzt haben wir Plänkler-Infanterie. Deshalb. Müssen wir gleich auch das Zündhütchen machen als nächstes. Zusammen werden wir große Fortschritte machen. Mit den Ingenieuren und Akademikern aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Nein! Hä? Ah, Verteidigungspakt habe ich aus Versehen beendet. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Finanzierung beenden. Wobei, es ist egal, ihr seid bei uns schon drin. Mal ein paar unserer Staaten auch indoktrinieren. Dass wir da auch Steuern bekommen. Dann mach das doch. Wenn es keinen gibt, der dagegen ist, soll das ja gut vonstatten gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, schlechter voranzukommen als beim letzten Mal, aber effektiv haben wir jetzt erst 2 Stunden gespielt. Also.
Okay. So. Aber es ist jetzt auch wieder ein Stündchen gewesen, weshalb ich jetzt wieder hier an der Stelle breaken würde und wir würden dann noch ein bisschen Elden Ring spielen. Oder? Aber es ist schon wieder so spät. Ich habe so viel noch mit den Bildern gearbeitet. Also ich habe für das Victoria 3 Event ein bisschen Bilder gemacht. Für die anderen. Das hat länger gedauert als gedacht, vor allem als die Leute dann kamen und meinten, wir wollen noch ein paar Veränderungen haben. Und dann stehst du da und denkst so, ja, kann man machen. Es ist, in IT lernt man, alles ist möglich, nichts muss. Das Event findet statt nächste Woche. Nächste Woche. Kann sich aber leicht verschieben von den Zeiten, weil ja theoretisch Deutschland spielen könnte. Natürlich zum Wochenende. Von Preußen Munition. Sonst stehen wir jetzt doof da. Da, Britisch hat auch noch 50 Munition für uns. Da haben wir schon mal 100, dann sollten wir keinen Mangel haben. Und Exportzölle. Ich muss ja ein bisschen aufpassen mit der Verrufenheit, deshalb kann ich die ganze Zeit alle annektieren wie ein Bekloppter. Und grüß dich, Starkiller. Nächste Kolonie ausbreiten. Sehr schön. Machen wir auch direkt weiter hier an der Stelle. Die Vereinigten Staaten von Amerika wollen das russische Alaska kaufen. 57.700. Aber wollen wir gar nicht. Es gibt versteckte Reichtümer in Alaska. Wie zum Beispiel Gold. Ich weiß gar nicht, ob Öl da existiert an der Ecke. Ich weiß, dass du ein paar Goldminen rauskriegst. Und vor allem für 11 Monate 57.000. Oh,
Apfel und Ei verkauf. Kein Bock drauf. Ist mir einfach zu wenig. Ich weiß nicht, ob in Alaska später also es gibt entdeckbare Ressourcen. Aber ich weiß nicht, ob es Öl am Ende noch ist da. Was in Real Life in der Ecke ist, ist mir nicht so wichtig. Kommt auf das Balancing im Spiel drauf an. Wegen der Frontlinienverschiebung. Ah, sehr gut. Da sind die Zundhütchen. Jetzt können wir auch Munitionsfabriken endlich bauen. Hier steht natürlich gerade nicht drin, wie viel wir rauskriegen würden mit jeder Stufe. 50 Munition. Also würden 3 schon ausreichen zurzeit für meinen gesamten Bedarf. Ja, damals war es ein Schnäppchen. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, wir machen jetzt schon den Break, aber jetzt lass mich mal eben kurz so die letzten Länder hier im Protektorat reindrücken. Ja, wahrscheinlich. Moment, die Ukraine ist von Anfang an geschluckt. 1800 und schieß mich tot. Da musst du keine Eroberung machen. Die gehören schon zu uns. Haben wir zwar eine Aufteilung zwischen Privat und Regierung 50-50. Das ist schon okay. Dafür haben wir wieder ein paar Leute glücklich gemacht.
Russland muss die Technik-Investitionsfonds umsetzen. Können wir Alaska noch kolonisieren. Das haben sie ja verändert seit dem Patch, dass Alaska nicht direkt ganz Russland gehört, sondern dass man in die Richtung kolonisieren muss. Garantiere euch beiden noch die Unabhängigkeit. Kommt in meinen Machtblock. Wir haben Kekse. Persien ist auch mein Feind, mehr oder weniger hier. Mit einer meiner Feinde. Triage macht intensiver Ackerbau. Wir haben nicht mal Sprengstoff. Wir müssen auch jenes fertig machen, 2 Stunden später. Nix rein da. Ich habe Verrufenheit von 16 und das reicht jetzt erstmal. Jetzt müssen wir erstmal wieder abbauen, bevor wir andere Sachen erobern können. Können wir Finnland annektieren. Sich halt nicht. Wir arbeiten alle auf das gleiche Ziel hin. So, jetzt machen wir den Folgenbreak. War dann doch ein bisschen länger.